Moin Moin, willkommen zurück bei Wildsing und einem neuen Underground-Check für euch. Eine Underground-Band, die hier vorgestellt wird. Und zwar sprechen wir jetzt über Death Recite. Zu Deutsch Todesquittung. Gegründet 2018 in Bayern, um genau zu sein, in Niederbayern. Die Bayern sind ja immer etwas eigen. Die haben auf jeden Fall 2020 dieses Album, ihr Debütalbum, herausgebracht. Written in Blood. Insgesamt sind es 13 Songs mit 51 Minuten Spielzeit. So, ne, für ein Debüt ist das erstmal ein ganz schöner Kavemsmann. Kann man nicht anders sagen. 51 Minuten, 13 Songs. Ist ganz spannend. Ich habe die Platte schon ein bisschen in dem Promotext von dem Promozettel teasern die ihren Stil an als, kein Witz, Groove Metal. Wir hatten erst letztens hier dieses Video mit Groove Metal, womit ich ja so meine Probleme habe mit diesem Genrebegriff. Insofern werde ich hier mich natürlich auch sehr viel auf dem Genre beziehen, wenn ich auch einfach es mir da ja auch einfacher machen und dem einfach einen anderen Genrebegriff gebe. Und zwar, ja, wie gesagt, erstmal noch ein paar Fakten. Death Recite ist ein Trio, zwei Gitarre, einer davon singt und ein Drummer. Ich habe jetzt nirgendwo was von Bass gelesen, vielleicht haben sie den mit aufgenommen oder auch nicht. Müsste man einmal nachgucken, ist ja auch nicht so wichtig. Haben sich irgendwie 2018 halt gegründet, nachdem die bei vielen Bieren sich auf dem Konzert kennengelernt haben. Coole Nummer, klassische Metal-Geschichte. Zum Stil, ja, Groove-Metal. Oder auch Thrash Metal beim Metal Archives, also Encyclopedia Metallum, angekündigt. Wenn man das jetzt mal von, ja, so Ebene für Ebene durchanalysiert, dann haben wir Drums, die sehr dynamisch sind. Die spielen jetzt nicht ufter, 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 sondern die machen viele Breakdowns, viele sehr dynamisch an der Fußmaschine, so dumm, 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 so und sehr dynamischer Stil. Da, finde ich, kommt dieser Groove-Metal-Gedanke schon raus, weil es halt diese Breakdown, diese slammigen Momente hat. So, weitestgehend aber sehr, ja, echt hölzern produziert, ein bisschen Proberaum-Touch, gefällt mir ganz gut. Könnte ein bisschen mehr ballern, aber dazu komme ich noch, wenn ich über Produktion rede. Dann hast du Gitarren, die sehr riffig sind. Ne, richtige, schöne, riffige Gitarren, sehr tief gestimmt. Erinnert stark, wie ich finde, einfach nur an Death Metal. Und genau, und dazu hast du halt einen Gesang, der halt, ja, so aus einem bisschen schon aus einem härteren Thrash kommt, das kann man schon auch so sagen, aber auch durchaus als, wie ich finde, als Oldschool-Death-Metal-Stimme durchgehen könnte. Also die Stimme ist dynamisch, die hat viel zu bieten, der macht nicht nur eine Sache, sondern der, ja, nutzt schon die ganze Bandbreite seiner Stimme, gefällt mir gut. Und summa summarum sag ich einfach, warum sprechen wir nicht eigentlich von Death Metal? So, du hast eine tief gestimmte Gitarre, du hast, klar, du hast jetzt nicht High Tempo. Der ganze Sound ist ziemlich mit Tempo, teilweise auch fast schon ein bisschen doomig, getragen durch die Drums, ganz klar. Aber, mein Gott, Death Metal ist ja nicht durch Geschwindigkeit definiert, sondern durch andere Faktoren, durch Stimme, durch die tief gestimmte Gitarre und was die Gitarre spielt. Und ich finde, da könnte es durchaus als Death Metal durchgehen, ganz klar. Und insofern finde ich, brauchen wir nicht diesen Genrebegriff Groove Metal, weil ich damit nicht viel anfangen kann. Mit einem leicht thrashing Touch, muss man dazu sagen. Das kommt natürlich durch diese Riffvielfalt, sehr riffige Songs. Und klar, ich weiß schon, was mit Groove Metal häufig gemeint ist. Es sind diese Breakdowns, diese slammigen Momente, die halt durch die Drums getragen werden. Und ja, auch die Stimme ist jetzt nicht astrein, ist jetzt nicht, ne, sondern das ist halt so ein bisschen sludgig, thrashig, hat aber Death-Aspekte, wie gesagt, gerade im Oldschool-Bereich. Und insofern, finde ich, kann man hier von Death Metal reden. Ne? Wo ist das Groove Metal? Also, was ist Groove Metal? Ich meine, wir haben es ja schon durch. Und generell muss man sagen, ja, es ist halt ein cooler Mix, der für mich halt auch als Death Metal durchkommt. Zur Produktion noch, die hatten leuchten diesen Underground, diesen Selfmade-Charme, finde ich gut, kauft man der Band auch geil ab. Verliert hier und da ein bisschen an Druck. Also, du hast Auffälligkeiten. Du hast die Stimme, die sich nicht so sehr in den Vordergrund setzt, aber die eine Menge zu bieten hat, muss man sagen. Die Stimme ist geil. Du hast ein Riffgewitter, sehr viele verschiedene, sehr riffige Songs, die halt durch diesen tiefgestimmten auch echt Charme haben. Ja, und natürlich auch allein durch die Menge der Songs und auch durch die Länge, ja, sich auch Raum nehmen, sehr viel zu präsentieren. Und du hast, wie ich finde, mit fast das Stärkste dieser Band, die Drums. Weil der Drummer, der
Ja, der tobt sich aus, der tobt sich kreativ aus. Also es ist nicht so, dass er gerade Highspeed voll alles gibt und dadurch halt völlig ausrastet und sich verausgabt. Das meine ich damit nicht, sondern der bietet unglaublich viel Raum an. Ich finde, das ist das, was diesen Stil dieser Band trägt. Das ist der Drummer. Und wie gesagt, unglaublich dynamische Fußmaschine, gefällt mir gut, aber unglaublich temporeich, also von der Vielfalt her, abgefahren. Und der trägt wirklich den gesamten Sound. Und dafür finde ich die Produktion, klar, die Gitarren funktionieren, die Stimme funktioniert, die Drums könnten noch ein bisschen mehr Power haben. Ich finde gerade die Fußmaschine, die ja doch sehr präsent ist, die könnte noch ein bisschen mehr bassigen Hall haben irgendwie. Aber das ist irgendwie vielleicht auch eine Geschmacksfrage. Plus, dass ich halt noch nicht die Sache mit dem Bass verstanden habe. Also es stehen halt zwei Gitarristen plus Sänger halt. Also der eine ist halt auch Sänger. Und die Drums, die haben tiefgestimmte Gitarren, haben die auf den Bass verzichtet. Daraus bin ich jetzt nicht ganz schlau geworden. Könnte dem ganzen Sound auch noch diesen letzten Death-Metal-Druck halt auch irgendwie geben, den die Band halt eh schon anteasert. Und insofern finde ich, kann man hier auch von einem ziemlich guten, ja, Midtempo oder Doom-Death sprechen, weil das kauft man denen völlig ab, das gefällt gut. Und da muss man auch nicht mit diesem Scheißbegriff Groove-Metal rumdiskutieren. Was es sonst zu sagen gibt, ist, ja gut, das ist das Debüt. Über den Sound habe ich jetzt genug gesprochen. Es krankt natürlich so ein bisschen im Detail. Und zwar 51 Minuten Spielzeit, 13 Songs. Die haben das schon relativ intelligent aufgestaffelt. Es fängt mit sehr kurzen, knackigen Songs an. Finde ich auch die besseren. Also Rage, The Man with the Crane und dann Written in Blood, der Titeltrack. Und es gibt auch noch später Death Reset, den Titeltrack der Band sozusagen. Alles gute Songs, finde ich. Kommen auch gut raus. In diesem Stil, finde ich, kannst du diese von diesen Hits, ne, wie man das, ich meine, wie bei Journey, kannst du nicht davon reden, sondern es ist natürlich ein Stil, der halt über andere Dinge geht als catchy Refrains. Aber ich finde, es fängt unglaublich stark an, ne, die grooven sich so einher und es ist halt wirklich so, ja, langsame Kopfschüttelmusik, ne. Ich glaube, das kommt gerade mit diesen Drums und diesen Slammigen und diesen Breakdown-Momente, die halt scheinbar auch diesen Groove-Metal-Stil ausmachen, kommen live mit viel Druck herüber. Den Druck schaffen die auf der Platte nicht ganz so zu tragen, plus, dass es natürlich einfach sehr viel Musik ist. Also nach hinten hin zieht es sich immens. Die Songs werden zur Mitte bis Ende deutlich länger, dann hast du auch 5-Minuten-Brecher und nach hinten schleppt sich das Album ein bisschen. Muss man schon ein bisschen sagen, weil die halt auch ab und zu noch ein bisschen ausbrechen vom Tempo, wäre vielleicht ganz cool. Das hat sowas von so ein ganzes Album, Death Round Impera Stil und Procreation of the Wicked von Celtic Frost, so, dann haben wir was Besseres, dass sich das so die ganze Zeit so hinzieht und irgendwann will man auch einmal ausbrechen und das schleppt sich dadurch ein bisschen und dieser Moment fehlt mir ein bisschen, plus dass es dann nach hinten einfach zu viel wird, um dass man halt noch einzelne Songs im Blick hat. Und dafür ist es dann einfach zu massig und halt auch ein bisschen zu einheitlich. Jetzt muss man sagen, die schaffen es natürlich trotzdem gut über die Zeit zu kommen, weil 51 Minuten finde ich echt lang, aber es wirkt nicht ganz so lang, es ist trotzdem noch zu lang, auch so wie es wirkt noch ein bisschen zu lang, weil die es natürlich schaffen durch eine variable Stimme, durch variable Riffs, die halt sehr vielseitig sind und sich halt immer an das, an dieses abgefahrene Drumming halt orientieren, schaffen die es schon noch ganz gut über Zeit. Das will ich denen jetzt nicht unterstellen. Aber es hätte deutlich knackiger kommen können, muss man sagen. Und entschuldigt. Das hätte dann deutlich mehr auf den Punkt gekommen. Aber wir reden hier von einer Band, die sich 2018 gegründet hat. 2 Jahre später ihr Debütalbum. Ich finde, dafür ist es ein absolut gelungenes Erstlingswerk. Muss man einfach mal so sehen. Es ist das Debüt in Eigenregie und alles. Unsigned, die Band. Und ich finde, die machen vieles einfach richtig, aber ich muss die Frage stellen, ist das noch Groove Metal? Für mich ist es eine Art Midtempo-Death Metal, ganz klar. Und ich finde, es tut dem keinen Abbruch, das auch so zu betiteln, weil am Ende sind es natürlich nur Genrebegriffe, klar. Aber die machen ihre Sache gut und da muss man sich nicht bei diesem seltsamen Genrebegriff festlegen. Also ich finde es ein bisschen schwierig. Zumal sympathisch, ich finde, der Promotext hat sich nett gelesen, die haben auch unterschrieben auf dem Deck. Die ganze Aufmachung macht Spaß und alles in allem wirkt es schon recht stimmig und da kann man dann auch erstmal so sagen, für ein Debüt, für ein Erstlingswerk ist es einfach gelungen. So, ne? Es krankt ein bisschen im Detail, aber so eine Band muss ich auch finden. Insofern
meinen Daumen hoch bekommt's. Hört mal rein, was ihr so denkt, und ich bin sehr gespannt, was von euch so kommt, wie ihr den Stil empfindet oder ob ich mit Death Metal oder ne, mit Tempo Death Metal völlig daneben liege. Ich finde nicht. Ich finde Groove Metal ist sowieso ein schwieriger Begriff. Ich habe jetzt genug über Genre geredet. So, hört mal rein, sagt mir, was ihr dazu denkt. Vielleicht habt ihr auch schon Berührungspunkt mit Death Recept gehabt. Und ja, bin ich sehr gespannt, was von euch kommt. Auf jeden Fall vielen Dank an die Jungs für die CD. Hat sehr viel Spaß gemacht zu hören, wandert jetzt in die Sammlung. Und mal sehen, was da noch so kommt. Und mal sehen, was man von den Jungs noch so hört. Bis dahin, ciao.